Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Ist schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei unserem Video. Wir wollen heute einen Panettone backen. Ist ja heute der dritte Advent. Es wird langsam auch Zeit, dass ich mal in die Hufe komme. Lasst uns einfach beginnen. Ihr habt ihn ja vorne im Intro schon gesehen. Das wird unser Panettone werden. Dann bis gleich. Als erstes müssen wir uns unsere Milch warm machen. Das tue ich jetzt mal eben schnell. Einmal umgedreht und schon kocht die Milch. Das wollen wir gar nicht. Ich fülle mir jetzt meine Milch hier einfach mal ein. Wie viel Milch ist denn das? Ganz einfach. Unten in der Description Box ist meine Einkaufsliste mit Rezept und allem. Einfach runterladen, da könnt ihr genau die Mengen finden. So, meine 110 Gramm Butter sind da am Schmelzen. Meine Milch ist zwar immer noch zu heiß, aber ich kann ja trotzdem schon mal 2 Esslöffel Honig hineintun. Der löst sich jetzt natürlich bei der heißen Milchklasse auf. Den brauche ich gleich, um meine Hefe zu aktivieren. Ich kann aber meine Hefe da noch nicht reintun, weil das tut der weh. Ich löse jetzt einfach mal meinen Honig auf. Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen freie Zeit mir geschaffen, dadurch, dass meine Milch zu heiß ist. Deshalb kann ich jetzt schon mal schnell die 120 Gramm Zucker abmessen, die ich für den Teig brauche. Meine Milch ist jetzt handwarm und ich brösel da jetzt 1,5 Hefequadrate rein und löse die auf und dann müssen die gleich 15 Minuten gehen. Meine Hefe habe ich jetzt aufgelöst in meiner lauwarmen Milch mit dem Honig drin. Die muss jetzt aktiviert werden. Eine Viertelstunde Zeit geben wir ihr dafür. Und ich decke sie jetzt einfach mal zu. Und jetzt bleibt sie hier für eine Viertelstunde stehen. Meine 120 Gramm Zucker habe ich abgemessen und tue die jetzt schon mal zu meinem 550 Gramm gesiebten Mehl. Einen halben Teelöffel Salz gebrauchen wir auch noch. Ich tue den immer so ein bisschen an die Kante, weil ich habe immer Schiss, dass mir meine Hefe, wenn die da dran kommt, gleich stirbt. Ich habe meine Butter, ist schön aufgelöst, die tue ich jetzt auch schon dazu. Ich habe jetzt keine Vanilleschote zum Auskratzen zur Hand. Ich nehme flüssige Bonbon-Vanille nur dazu, das geht auch wunderbar und die hat auch sehr viel Aroma. Viertelstunde ist um, meine Hefe ist ja förmlich am explodieren. Ich tue die jetzt hier schon mal hinein. 4 Eigelb gebrauchen wir. So, dann noch meine Eigelb dazu und dann können wir das Ganze gleich 10 Minuten verrühren. So, unsere 10 Minuten sind um und unser Teig ist im Endeffekt jetzt erstmal, die erste Phase ist abgeschlossen. Den lassen wir jetzt schön hier in dieser Schale und die tun wir jetzt an einen schönen warmen Ort, abgedeckt für 1,5 Stunden. Ich habe jetzt hier 2 Bio-Zitronen, da schneide ich mal vorne das Ende von beiden Seiten ab und schneide die dann halt einfach so in Scheiben runter und so ein bisschen gucken. Hier sind natürlich Kerne drin, die wollen wir natürlich nicht haben, die nehmen wir halt natürlich raus. Die Zitronen hatte ich ja in 2 cm Streifen geschnitten, die sind jetzt hier in dem Topf. 120 Gramm Zucker habe ich da jetzt drauf getan. Das lassen wir jetzt 10 Minuten, Viertelstunde ziehen, bis der Zucker komplett aufgelöst ist und unten schön Saft drin ist und dann lassen wir das ein bisschen köcheln. Ich habe mir eine Panettone-Form gekauft. Mache ich euch einfach mal unten einen Link rein, damit ihr euch die angucken könnt. Die habe ich jetzt mit Backpapier innen ausgekleidet. Kann man, glaube ich, gut sehen. Und das wäre jetzt die Aufgabe für euch, das dann jetzt mal eben schnell noch zu machen. Oder euch ein Käffchen zu gönnen, weil jetzt haben wir einen Augenblick Zeit. Ich kann es ja mal nicht abwarten und mache natürlich trotzdem weiter. Ich hacke mir mal eben schnell meine weiße Schokolade klein. Das sind 70 Gramm, die brauchen wir dann gleich. Mein Mann hat die weiße Schokolade schon fein gehackt. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Pistazien. Die müssen halt auch klein gehackt werden. Je nachdem, wie fein ihr das gerne haben wollt. Also wer es lieber ein bisschen gröber mag, der lässt sie halt ein bisschen größer. Wer sagt, nö, ich will die nicht so dick haben. Ich stehe da mehr drauf, wenn das ein bisschen feiner ist, muss halt ein bisschen mehr machen.
Der Mix macht es wahrscheinlich. Ich habe die jetzt hier so verhältnismäßig fein gemacht. Sind halt ein paar bisschen gröbere Teile zwischen, aber ist auch viel ganz Feines dabei. Ich glaube, das ist ganz geil. Weiße Schokolade ist schon drin. Jetzt kommen da meine Pistazien oben drauf. Dann habe ich hier meine Cranberries. Da gehe ich aber auch einmal kurz rüber und mache die ein bisschen kleiner. Ich finde das nicht ganz so toll, wenn die so riesig sind. Aber das Ganze nur so ein bisschen rudimentär. Also es muss nicht super fein werden. In so einer Packung sind 100 Gramm Zitronat. Ich tue da jetzt 50 von zu meinem Kuchen. Der Zucker ist jetzt komplett hier aufgelöst. Wir haben hier unten schon ganz viel Zitronensaft drin. Ich habe jetzt so ein bisschen hier gedrückt, damit das ein bisschen schneller geht. Jetzt habe ich das Ganze hier bei unserem Herd auf 2 gestellt. Der geht bis 9 hoch. Und jetzt muss das so 20 Minuten bis 40 Minuten ein bisschen einkochen, damit das halt damit die Schale und das alles schön weich wird. Und dann werden wir das Ganze pürieren. So, meine Zitronen sind jetzt weich gekocht. Ich bin damit jetzt mal umgezogen aus dem Topf raus, hier in dieses Gefäß. Und jetzt werde ich die einmal kurz mit dem Pürierstab fein pürieren. So, jetzt ist 1,5 Stunden vergangen. Unser Teig ist wieder aus unserem warmen Ort zurück. Und ich tue da jetzt gleich unser Zitronenjelly rein, was wir selbst gemacht haben. Unser Zitronenjelly tun wir jetzt hier dazu. Das sind 120 Gramm, die wir hier produziert haben. Die kommen jetzt hier hinein. Und mit dem Zitronenjelly drin lassen wir ihn jetzt einmal schon wieder kneten. Wir haben jetzt hier einen verhältnismäßig gleichmäßigen, schönen Teig erhalten. Da tun wir jetzt unsere weiteren Zutaten zu und dann müsste das noch einmal schön verrührt werden. Ich habe jetzt hier mein Zitronat, die weiße Schokolade und die Cranberries. Die tue ich jetzt hier hinein. Und Pistazien. Pistazien, genau. Pistazien. Alles drin und schon geht die wilde Fahrt wieder los. So, mein Teig ist jetzt schön zu einer Kugel geworden. Die tue ich jetzt in meine vorbereitete Panettone-Form. Mein Panettone-Teig ist jetzt in meiner Form. Die decke ich jetzt zu und dann kommt sie nochmal für 30 Minuten an einen warmen Ort. Unser Teig ist ja gerade dabei, eine halbe Stunde zu gehen. Ich werde jetzt meinen Backofen anmachen, Ober- und Unterhitze 175 Grad. Und wenn der gleich fertig soweit ist, dann können wir unseren Panettone in den Backofen tun für eine Stunde. So, der Panettone wird, bevor er im Backofen kommt, einmal über Kreuz eingeschnitten, damit er so schön aufgehen kann. Und dann kann man sich hier in der Mitte sogar noch so die Spitzen rausnehmen. So, richtig geil. Und dann kommt der jetzt für eine Stunde bei 175 Grad in den Backofen und das die Schiene wird da oben zu braun, muss da halt ein bisschen Backpapier oben drauf. Wir sehen uns gleich wieder. So, unser Panettone ist aus dem Backofen, ist verhältnismäßig gut auch abgekühlt. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, der ist uns nicht eingefallen. Normalerweise hängen wir den immer auf, so an zwei Stäben. Ich mache mir jetzt mal ein bisschen Zucker hier in meinen Durchschlag und werde hier noch ein bisschen bepudern oben drauf. Zum Anschneiden ist der aber noch viel zu heiß. Ich werde den jetzt nicht anschneiden. Ihr könnt aber alle auf meinem persönlichen Instagram-Account werde ich Bilder posten und dann könnt ihr das sehen, wie er von innen aussieht. Ich finde den, der sieht doch richtig toll aus. Ich finde den echt klasse. Sehr schön. So, ihr Lieben, das war es dann für heute schon wieder. Unser Panettone ist fertig geworden. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß am Nachmachen habt dieses Panettones. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, schreibt sie uns unten einfach rein und fragt, kein Problem. Geben wir euch gerne Antwort und auch jedem. Schatz, hast du noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest? Ich möchte gerne eine Bowl machen. Eine Bowl, ja, eine Bowl machen wir auch in den nächsten Tagen.
Das wird jetzt nicht das nächste Video, weil jetzt als nächstes kommt dann ein Christstollen, glaube ich. Ja. Und dann kommt irgendwie Bowl, dann kommt noch Karotte-Lachs-Geschichte. Aber vegan, ich will gar nicht, ne? Vegan, genau, das will ich aber jetzt noch alles gar nicht so hier teasern. Das werdet ihr ja alle sehen. Abonnieren dürft ihr uns natürlich auch. Und ja, dann war es das für heute. Dann wünschen wir euch einen schönen vierten Advent, schöne Weihnachten. Aber bis dahin kommen, glaube ich, noch ein paar Videos. Ich wünsche euch was und tschüss sagen. Tschüss. Und Frank vom Foodblog Hamburg. Ciao.